Am 20. Mai 2023 betreten ein paar Krankenschwestern einen Bereich des Krankenhauses, den viele Ärzte und Krankenschwestern zu meiden versuchen. Der Bereich des Krankenhauses ist als die alte Notaufnahme bekannt und es ist eine Etage, die seit geraumer Zeit verlassen ist. Viele Patienten sind auf dieser Etage verstorben und einige von ihnen waren Kinder. Die Krankenschwestern behaupten, dass in diesem Stockwerk eine seltsame Aura herrscht. Eines Nachts beschließt eine Gruppe von Krankenschwestern, die in der Nachtschicht arbeiten, die Etage nur zum Spaß zu besuchen. Was sie nicht wussten, ist, dass sich dort etwas ziemlich Schreckliches ereignen würde. Ich zeige euch nun das Filmmaterial, das sie auf Video aufgenommen haben. You guys. Haunted ER? What about it? We're gonna go. No. Haunted ER, haunted ER. I'm gonna look good too. Oh my god, my head is huge. Chloe, so I can't even... I just close to the camera. Huh? I just close to the camera. Yeah, you're right, you're right. You're... We got a chance for the haunted ER. Oh god. It feels like... I'm not excited about this. I didn't even get to finish eating my sandwich. It feels like we're getting on a... I'm nervous. You nervous? Why are you nervous? Because it's haunted. Are you nervous? Yes. Curtain move. No, it did. Yeah, it did. It moved. Shut up. It moved. It moved. Yes, it did. Why would it did. Move? How did you not see that? Als einer der Krankenpfleger weiter in den Raum geht, bewegt sich ein Vorhang plötzlich von selbst. Der Krankenpfleger ist völlig verängstigt und stürmt aus dem Zimmer. Dann, nur wenige Sekunden später, fällt ein Stock auf mysteriöse Weise von selbst zu Boden. Der folgende Clip, der von einer anderen Krankenschwester aufgenommen wurde, zeigt genau denselben Vorfall, allerdings aus einer anderen Perspektive. What? What? The curtain moved. No, it didn't. Yeah, it did. Shut up. No, it didn't. Yes, it did. Why would a curtain move? How do you not see that? Oh my god! Oh my god! Die Krankenpfleger glauben, dass es sich um den Geist eines vor kurzem in diesem Zimmer verstorbenen Kindes gehandelt haben könnte. Ob Geist oder nicht, die Krankenpfleger in diesem Krankenhaus waren von dieser mysteriösen Begegnung
entsetzt. Zwei Jungen, die kürzlich ihre Ausbildung als Jäger erfolgreich abgeschlossen haben, befinden sich auf einem Hügel und beobachten aufmerksam die Umgebung, um nach Rehen und Hirschen Ausschau zu halten. Ausgerüstet mit einer Kamera und einem Teleobjektiv suchen sie aus der Ferne nach den Tieren. Doch als einer der Jäger durch die Kameralinse blickt, erlebt er einen Schockmoment, der ihm einen Schauer über den Rücken jagte. Oh, what the crap? Is that a guy? What the frick? What the fuck? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. What the frick? I'm gonna get my phone. That was a skinwalker. No. Auf den ersten Blick könnte man es für einen Menschen halten, aber seine überproportionale Größe macht diese Erklärung unwahrscheinlich. Es sieht aus wie eine große, zweibeinige Kreatur, die Tiere zu verfolgen scheint. Einer der Männer erwähnte, es könnte ein Skinwalker sein. Haben die Jungen hier also einen seltenen Skinwalker in Aktion aufgenommen? Oder gibt es eine rationalere Erklärung? Kotatsu, der für seine spannenden Erlebnisse auf dem beliebten YouTube-Kanal BinchuTV bekannt ist, begibt sich auf eine waghalsige Mission, um ein Hotel in der japanischen Präfektur Saga zu untersuchen. Die tragische Geschichte des Hotels nimmt ihren Lauf, als sich die von finanziellen Problemen geplagte Besitzerin 2009 auf tragische Weise das Leben nahm und das Hotel daraufhin verlassen werden musste. Die Einheimischen warnen vor einem bedrohlichen und rachsüchtigen Geist, der das Haus heimsucht, und raten den Menschen, sich fernzuhalten. Allein inmitten der unheimlichen Überreste des Hotels erkundet Kotatsu furchtlos dessen geisterhafte Überreste. Durch einen glücklichen Zufall stößt er auf das Büro des ehemaligen Besitzers und beschließt, eine Geisterbox-Sitzung durchzuführen. Das Glück scheint ihm jedoch nicht hold zu sein, denn die Erlebnisse sind ereignislos. Er macht eine kurze Pause und scrollt beiläufig durch sein Telefon, ohne sich der beängstigenden Begegnung bewusst zu sein, die ihm bevorsteht. ん? 何の音? ん? 閉まって、何今の? え? 何? Plötzlich durchbricht ein Geräusch von hinten die Stille und lässt Kotatsu aufschrecken. Er dreht sich um und erblickt eine kleine, blasse Hand, die sich in den Türrahmen zurückzieht, als ob jemand oder etwas nach ihm greifen wollte. Im Handumdrehen materialisiert sich die flüchtige Silhouette einer Frau, bevor sie sich in nichts auflöst. Erschrocken sucht Kotatsu die Umgebung ab, findet aber niemanden vor. Könnte es sein, dass er einen Blick auf die gepeinigte Besitzerin erhascht hat, die aus dem Jenseits heraus nach ihm greift? Die Frage geistert in seinen Gedanken herum. Was meint ihr dazu? Am 11. März 2023 wurde ein sehr seltsames Video in einem Flur eines ungenannten Hotels aufgenommen. Die Aufnahmen zeigen eine Frau, die den unheimlichen leeren Korridor ganz allein betritt, als etwas sehr Merkwürdiges auf der Kamera festgehalten wird. Es erübrigt sich zu sagen, dass das, was aufgenommen wurde, gelinde gesagt, unheimlich ist. Hier seht ihr nun das, was aufgenommen wurde. Anhand des Videos kann man davon ausgehen, dass sich hier etwas sehr Ungewöhnliches ereignet hat. Eine Pflanze fällt scheinbar von selbst um, als ob sie von einer unsichtbaren Kraft umgeworfen wird. Und am unheimlichsten ist, dass die Haare der Frau plötzlich nach vorne geweht werden, als ob ein mysteriöser Wind aus dem Nichts gekommen wäre. Natürlich wurde die Frau durch dieses unheimliche Ereignis extrem erschreckt. Einigen Zuschauern zufolge war das aber noch nicht alles, denn offenbar passiert bereits etwas vor diesen Ereignissen.
Als die Frau den Flur betritt und kurz bevor die Pflanze umkippt, ist ein sehr schwacher Schatten zu sehen, der aus dem Nichts auftaucht, bevor er innerhalb von Sekunden wieder verschwindet. Der Schatten scheint nicht der der Frau zu sein, der scheinbar verschwindet, während sie noch da ist. Da es keine Erklärung dafür gibt, wer oder was den vermeintlichen Schatten geworfen hat, wird angenommen, dass das, was auch immer es war, für die seltsamen Aktivitäten verantwortlich war. José, der bekannt ist für seine aufregenden Mountainbike-Abenteuer, hat kürzlich ein etwas anderes, beunruhigendes Video auf seinem TikTok-Account hochgeladen. Zusammen mit einer Gruppe anderer Adrenalin-Enthusiasten begaben sich José und seine Freunde auf ihren üblichen nächtlichen Abstieg über den türkischen Bergpfad. Sie ahnten nicht, dass ihr nächtlicher Ausflug zu einer Nacht voller Schrecken und Unsicherheit werden würde. Schau jetzt genau hin. Hast du es gesehen? Während er sein Mountainbike geschickt den felsigen Pfad hinunter manövriert, kann man eine scheinbar durchsichtige Gestalt sehen, die am Wegrand lauert. Wenn man das Filmmaterial verlangsamt und das Bild aufhält, wird das Wesen erschreckend klar. Deutliche Merkmale wie ein Gesicht in einem durchsichtigen Körper können erkannt werden, was den Anblick noch unheimlicher macht. Trotz wiederholter Betrachtung können José und seine Freunde immer noch nicht erklären, was sie mit der Kamera eingefangen haben.